herzlich willkommen in Ihrem Familiensender Insat 1. Schön, dass Sie mit dabei sind, die besten Comedians in Deutschland. Unser nächster Gast war oder hat in einem früheren Leben am laufenden Band abgezogen und richtig einkassiert. Nein, nicht Drogendealer, Discounter. Im Internet wird er für seine Reels gefeiert und jetzt ist er bei uns auf der großen Bühne. Hier ist Ozan Yara. Wow. Hi. Ich freue mich, hier zu sein, Freunde. Seid herzlich gegrüßt. Wie geht's euch? Sehr schön. Haben wir Türken heute hier? Alter. Digga, woher kommt diese Euphorie? Wir sind nicht mal in der EU, Alter. Ja? Aber schön, dass du da bist. Meine Eltern kommen aus der Türkei. 1980 nach Deutschland gekommen, aber super integriert. Ne? Meine Mutter spricht akzentfrei Deutsch. Ja. Aber die richtigen Worte zu finden, fällt ihr oft schwer. Und sie muss echt aufpassen, was sie sagt. Sie ist eine muslimische Frau mit Kopftuch. Alles, was sie sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Letztes Silvester wollte sie Böller kaufen. Knaller, Knallerbsen für ihre Enkelkinder. Da geht sie in den Kiosk rein. Muslimische Frau mit Kopftuch. Stellt sich vor den Kioskbesitzer und fragt allen Ernstes: Schönen guten Tag, haben Sie Bomben? Und der Kioskbesitzer war Pakistaner. Folgen Sie mir unauffällig. Und ein Leben lang gedroht, ne? Immer wieder gedroht, Alter. Meine türkischen Freunde, kennt ihr, ich stopfe dir scharfe Peperoni in deinen Mund? Ja. Digga, immer, aber auf Türkisch klingt krass, Digga. Acı biberi ağzına sokarım. Immer wieder acı biberi ağzına sokarım. Immer wieder acı biberi. Und mein Vater hat immer mitgemacht. Der einzige deutsche Satz, den er kann. Meine Mutter immer wieder acı biberi ağzına sokarım. Und direkt daneben mein Vater: Dein Arsch wird brennen. Immer wieder. Immer wieder acı biberi ağzına sokarım. Dein Arsch wird brennen. Digga, das sah aus, als würden die gemeinsam rappen so. Acı biberi, dein Arsch wird brennen. Hat nur noch gefehlt, dass meine Großmutter im Hintergrund twerkt. Aber ich bin mittlerweile selber 37, ne? Und du merkst auch daran, dass du älter wirst, wenn du beginnst, Dinge aus Prinzip zu machen. Ja? Die haben letzte Woche bei uns im Erdgeschoss eine Hausparty geschmissen. Geile Mucke, geile Lautstärke, alles vom Feinsten. Die haben das sogar eine Woche vorher angekündigt. Ich habe trotzdem die Polizei gerufen. Wisst ihr warum? Aus Prinzip. Haben wir Jungs Anfang 20 hier? Wie alt bist du, mein Freund? 21. Weißt du, was ein Tamagotchi ist? Ja, was ist ein Tamagotchi? Ein Gerät, ein Tier? Ich hätte nicht gedacht, dass ich den folgenden Satz als Türke in Deutschland mal sage, aber sprich in ganzen Sätzen, Bruder. Ja, das ist... Ja. Ein Tier, ich mische. Siehst du, deine Generation, alles oberflächlich geworden, keine Bedeutung mehr. Dicker, wir hatten Tamagotchis. Da musstest du Verantwortung übernehmen. Wenn die nichts zu fressen bekommen haben, sind die elendig verreckt, Dicker. Ich habe 5 Tamagotchis auf dem Gewissen. Erste war ein Unfall, zweite war ein Zufall. Ab dem dritten war es ein Muster. Ich bin krank, Motherfucker. Und ich bin auch voll der krasse Muslim. Jedes Mal, wenn Ramadan war, habe ich die mitfasten lassen. Die haben es halt nie geschafft, sind Ungläubige. Was willst du machen? Ist er. Wie heißt du? Dennis, mein Bruder ist 19 Jahre alt, paar Jünger, immer der coolste Gangster, ich bin der krasseste. Alter, letztens kommt er zu mir und sagt: Ozan, ich war in einer Schießerei. Nichts Schlimmes, Silvester, Schreckschuss, sagt er mir aber nicht. Ich total panisch. Oh mein Gott, geht's dir gut? Hast du dich verletzt? Ja, Mann, ich habe mich total verletzt. Und ja, er hat sich verletzt. Es hat sich herausgestellt, er ist beim Wegrennen gegen eine Laterne gelaufen. Digga, was soll ich denn dazu sagen, Mann? Und auch frühreif, alle frühreif, alle wissen sie ganz genau, was sie wollen. Ich habe einen Sohn, 11 Jahre alt. Alter, mit 11 habe ich Tamagotchis gespielt, er ist verliebt so. In Luisa, Klassenbeste. Da war ich ein bisschen beruhigt, er steht auf die Intelligenten so. Letztens habe ich ihm gesagt: Schatz, lad doch mal Luisa zu uns zum Essen ein. Oder wir können auch gerne ins Kino, ich setze mich auch ganz hinten hin, dann bin ich dir gar nicht peinlich. Da sagt der kleine Hosenscheißer: Papa, ich würde Luisa gerne in die Altstadt einladen zum Sushi-Essen. Boy, Playboy.
Sushi beim ersten Date, Schatz, meinst du nicht, ist ein bisschen übertrieben? Reicht denn dein Taschengeld dafür aus? Da sagt der kleine manipulative Hosenscheißer etwas, was mich selten so sehr getroffen hat in meinem Leben. Papa, ich bin zum ersten Mal verliebt in meine erste große Liebe. Ich glaub nicht, dass mein Vater mich hängen lässt. Das Gute ist halt, er versteht sich mit meiner jetzigen Frau. Ich bin zusammen mit einer deutschen Frau. Tolle Frau, ich mag deutsche Frauen. Deutsche Frauen sind wundervoll. Aber meine türkischen Eltern hatten anfänglich Schwierigkeiten, sie zu akzeptieren. Meine türkische Mama, ich akzeptiere keine deutsche Frau. Eine deutsche Frau kommt mir nicht ins Haus, nicht in 100 Jahren. Ja, aber Mama, ihre Eltern arbeiten beim Arbeitsamt. Herzlich willkommen in der Familie. Versteht mich nicht falsch, aber bevor ich mit einer deutschen Frau zusammengekommen bin, dachte ich, es wird unkompliziert. Lasst mich aus. Hast du eine dreckige Lache? Ja. Ist wirklich so, weil, lasst mich ausreden, deutsche Frauen weniger Temperament haben als türkische Frauen. Es hat sich herausgestellt, ich habe mich geirrt. Digga, deutsche Frauen rasieren dir die Klöten von allen Seiten, Alter. Meine Frau hat zu viel Temperament, Digga. Im Straßenverkehr, die wird immer aggressiv. Ich verstehe nicht mal, warum. Sie hat nicht mal einen Führerschein, Alter. So. 1,60 groß, schaut kaum übers Armaturenbrett und pöbelt einfach jeden an, so. Ihre Haltung ist so klein, Napoleon fickt ganz Europa, Alter. Letztens auch wieder. Wir haben in Berlin 10 Minuten Parkplatz gesucht. Ich habe keinen gefunden, dann habe ich einen gefunden, wollte rückwärts reinfahren. Kommt ein Assi, fährt mit voller Geschwindigkeit rückwärts rein. Ich so, scheiß drauf, fahr weiter, bleib positiv, du hast gleich die Show. Meine Frau wie aus dem Nichts. Halt an! Und dann rennt sie aus dem Auto, springt vor sein Auto und schreit, dein Benehmen ist total asozial, ich brech dir dein Rückgrat, du Lappen. Ich schwör's, im ersten Moment wollte ich dazwischen gehen, im nächsten dachte ich mir, nein, Mann, ich möchte echt sehen, wie das weitergeht. Und dann legt sie noch eins drauf, sie tritt gegen die Stoßstange und schreit, komm doch raus, du Pussy. Und ich schwör dir bei Gott, der Typ kriegt Angst und fährt einfach davon. Meine Frau steigt ins Auto wie der heftigste Mafia-Boss, als hätte sie gerade 10 Feinde abgeschlachtet, schaut auf ihre Fingernägel und sagt, Schatz, ich habe das geklärt, du kannst reinfahren. Aber ich muss auch noch in der Interaktion mit Frauen viel lernen. Meine Damen, letztens habe ich ein wenig Scheiße gebaut, es tut mir auch leid. Nehmt meine Entschuldigung an, ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist. Ich habe meiner Frau halt gesagt, dass sie ein wenig... dass sie ein wenig expandiert. Also, dass sie ein wenig zugenommen hat. Ne? Dass sie ein wenig, ich habe ihr gesagt, dass seitdem empfinde ich auch keine Freude mehr in meinem Leben. Nichts ist so schlimm wie die kalte Schulter deiner Frau, Dicker. Dann zieht sie nachts ein und ihre Joggingklamotten an und geht joggen. Ich so, Schatz, wohin gehst du? Ich gehe joggen, um mein Fett abzubauen. Und ich, der größte Vollidiot in der Geschichte der Menschheit, anstatt einfach zu sagen, Schatz, du bist nicht dick, ich bin dumm und oberflächlich, bitte lass uns reden. Was sag ich, Schatz, von einem Mal passiert nichts, du musst das konstant machen. Freunde, ihr wart saugeil. Vielen lieben Dank, Köln. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo, Daniel hier. Ihr wollt noch mehr von unseren besten Comedians in Deutschland? Dann müsst ihr jetzt hier oder hier auf die Playlist drücken. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so oder so? Also drückt doch einfach. Dann seht ihr unsere Playlist und habt Spaß, Spaß und Spaß. Also ich drück hier.